Hallo Leute und willkommen hier wieder zurück bei Leocraft. Ich bin weit gekommen seit der letzten Folge. Ich wurde zum Bunkerbesitzer von diesem Redstone-Bunker von The Joecraft. Besitzer nicht, ja. Also ursprünglich gebaut habe ihn nicht ich, das möchte ich hier ganz klarstellen, sondern der YouTuber The Joecraft. Aber dieser Abbau des Bunkers gehört mir, denn ich bin gerade hier Bunkerbesitzer geworden und als Bunkerbesitzer hat man natürlich seine Ressourcen versteckt und hier ist noch etwas Platz, deswegen wollen wir versuchen, aus dem Redstone-Bunker etwas mehr Cash rauszuholen. Und dafür müssen wir schauen, wo kriegt man überall Geld raus. Jetzt ist das Problem, dass ich mich hier fast verlaufe oder gern verlaufe. So. Halt, wir müssen nach unten. Und dann schauen wir, wo und wie wir aus dem Bunker möglichst viel Geld machen können. Ich bin übrigens wieder Kreativmodus, weil ich es kann. Jetzt ist ja eigentlich Linksverkehr. Gut, das ist jetzt erstmal egal, aber ich fahre nur eine Station weit. Denn wir wollen doch mal sehen, wo kann man hier aus dem Bunker noch weiterhin Geld rausholen. Früher hat ja das Motorhaus noch etwas reingebracht. Der Ertrag fällt ja leider jetzt weg, weil ich ein bisschen weniger cheate. Hallo, was soll denn das? Ah. Wir wollen nämlich zum Bunkertunnel raus. Ich dachte schon, ich wäre aus Versehen weitergefahren. Nein, das bin ich nicht. Hier, Ausgang Bunkertunnel und wir gehen zu den Arkaden. Hier hin. Und da habe ich, denke ich, schon die erste Sache, wo man Geld aus dem Bunker machen kann. Oder? Ich habe so einen Riecher fürs Geschäft. Nein, da ist nichts da. Also aus dem Aufzug kann man Geld machen. Benutzung des Aufzugs kostet, aber das ist nichts für mich. Ich habe ein Casino, also Casino. Die Bank gewinnt immer. Das ist übrigens bei diesem Casino auch so. Die Bank gewinnt immer. Deswegen geht da doch. Da ist es nicht so. Die Bank gewinnt da also überhaupt nicht. Ihr gewinnt alles hier, wie ihr in der letzten Folge ja gesehen habt. Nee, jetzt wirklich. Also es ist eine kleine Chance da. Wer denn da? Hier, Spaßrundfahrt durch die Technik. Spaß, ja? Wieso nimmt man da keinen Eintritt? Das werde ich ändern. So, das habe ich gesagt. Und zwar kommt zuallererst dieser Knopf weg. Zack. Stattdessen kommt ein Dropper. Oder ein. Doch, ein Spender kommt dahin. Zack. Nein, nicht so einer, sondern so. Aber das ist schön. So, einsteigen und eine Bunkermünze bezahlen. Eine Bunkermünze bezahlen. Und das bauen wir auch mal so weg, wie es ist. Denn ich habe ja einen Riecher fürs Geschäft. Und diesen Riecher werde ich jetzt zu barem Geld machen. Und zwar, wir brauchen hier ein Output am Ende, das hier reingeht. Das fährt uns, lässt unseren Zug losfahren. Und natürlich noch mehr Geld lässt sich aus der Bahn auch noch rausholen. Denn man will ja auch Nachtsicht. Die meisten wollen Nachtsicht haben. Oh, das wird toll, das wird toll, das wird toll. Ja, das wird ein tolles Geschäft. So. Das Geschäft wird boomen, der Bunkerbesitzer wird reich, weil alle Spaßrundfahrten durch die Technik haben wollen. Oder machen, haben müssen. Ohne Spaßrundfahrt durch die Technik ist man nämlich unglücklich. Da hat man nicht den ganzen Bunker gesehen. Gut, das stimmt. Wenigstens etwas, das stimmt. So. Der Rest ist natürlich purer Blödsinn, aber für den Verkauf dienlich. So. Was machen wir jetzt? Wir müssen.
müssen zuallererst unser Zeugs raus. Raus aus dem hier rausholen und dann kann man damit Geld machen. Ja, das kann man. Ha, hier. Hier ist das Miststück, denn diese Fackel soll natürlich auch nicht so sein, sondern auch nur für Geld angehen. Ja, so ist der gute Geschäftsmann drauf. Der arme, die arme Person, die hier Zuflucht suchen will im Bunker, wird ausgenommen. So, aber als erstes nehmen wir die Sandsteinhöhle aus. Also, indem wir sagen, fill von hier oben bis hier unten mit, keine Ahnung, was, mit was füllen wir? Na, wir füllen heute mal mit R. Sieht doch schon mal gut aus. Hier lässt sich's bauen. Vielleicht ein bisschen tiefer, aber das macht ja nichts. Hier lässt es sich auf jeden Fall bauen. Ja, das lässt es sich. So, wir nehmen die Technik. Na, wir nehmen die dritte. Nee, die vierte war's. Ja, die vierte. Statt Quarz aber mit Sandstein. So. Also. Also gut. Da kommt ja schließlich eine Bunkermünze rein. Den kriegst du, den können wir danach umbenennen. Und der gute Geschäftsmann ist so, dass wenn hier ein, ja, jemand, der nicht lesen kann, auf die Idee kommt, was anderes einzulegen, dann ist das weg. Genauso wie im Casino ist es einfach weg. Das wird mir zu blöd. Ja, für eine Bunkermünze kannst du dir einen Trip durch die Technik leisten. Und das Tolle ist, ja, es gibt keine Möglichkeit. Keine. Beziehungsweise, doch, wir machen eine. Wir machen eine. Aber eine zu nicht den besten Wechselkursen. Es gibt keine gute, wenn man einmal Bunkermünzen gekauft hat, ist man ein Emerald los. Hat man halt 2 Bunkermünzen, aber damit kann man nichts anfangen. Quasi nichts. Man kann nur im auch übers Casino kann man die umtauschen, aber im Casino wird. Nee, im Casino wird kein guter Kurs bezahlt. Moment. Nee, im Casino werden auch 11 benötigt für ein, 11 für ein Emerald, na, ja doch, 11 für ein Emerald, das ist ein fairer Wechselkurs. Die Sache ist, man braucht erstmal 11, man braucht erstmal 11 komplett, also, von daher, ist es schon eine Sache. Gut, wir bauen das gleich, noch in dieser Folge, aber ich muss mir das kurz mal überlegen, wie wir das genau bauen. Bis gleich. So, ich habe mir jetzt ein bisschen Gedanken zu gemacht. Wir brauchen als erstes nämlich ein System genannt. Nee, da noch nicht. Genannt Itemvergleicher. So ein System wollen wir jetzt brauchen. Und jetzt nehme ich doch wieder mein normales Inventar. Also mein normales erstes Inventar. Um das zu realisieren, kommen hier. Zack. Das kennen eigentlich alle. Das sollte jeder kennen, der was mit Redstone am Hut hat. Dieses kleine, aber feine System. Und immer wenn es hier ein Output gibt, können wir uns den Output hier rausnehmen.
und hiermit verbinden. So, und damit wäre das System gemacht und das Problem gelöst. Ab jetzt kommt nur noch hier rein, wer bezahlt. Mist, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte das vielleicht noch eins tiefer setzen können. Ja. Es wäre viel sinnvoller gewesen, das System eins tiefer zu setzen. So. Ha! Ich hoffe, das hat geklappt. Ja, das muss geklappt haben. Das hat geklappt zu haben. Auch eine blöde Ausdrucksweise. Das hat geklappt zu haben. Kein korrektes Deutsch. Irgendein Kauderwelsch. Dreh ich das denn da? Ah, wo sind die jetzt? Also alles eins zu tief. Alles wird eingesäugt, was? Okay, das wird mir zu blöd. Enderkiste. Dann habe ich Zugriff auf die Bunkermünzen. Welche hier reingelagert werden müssen. Und natürlich nicht so, dass die da... Gut, jetzt habe ich etwas Sauerei gemacht, aber halb so schlimm. So, die Sauerei ist in Kürze behoben. Nein. So, jetzt können wir nochmal von vorne anfangen. Zick, zick. Das war wieder Sauerei. So, und jetzt muss man mal schauen, wo das hingehen kann. Und nun können wir sehen, dass hier irgendwelches komisches Zeugs durchläuft und sehen daran, dass das System funktioniert hat. So. Das ist aber nur das ist nur die halbe Wahrheit. Denn so würde der Geschäftsmann zwar ein paar Mal was verdienen, aber nee, man muss den Leuten für ihr Geld auch was bieten. Also verbinden wir die Leitung, sodass der Zug dann doch losfährt. Gleichzeitig muss wie lang reicht es, um den Mini-Kondensator zu laden? Ich hoffe es.
So, jetzt brauchen wir halbe Blöcke. Damit schließen wir das dann an. Damit es möglichst noch schneller geht. Zweite und dann brauchen wir noch etwas mehr Platz. Kurz die Zeit, wo nicht abtransportiert werden kann. So. Zack, zack. Block. Redstone, so, wenn. Ja, das reicht. Das Minecart ist jetzt abgefahren, oder? Sehr gut. Also, das funktioniert schon mal. Und als zweites gibt es noch eine Sache, und zwar eine etwas andere Sache, und zwar muss die Technik muss, kann unter, nein, die Technik nicht, die Technik hier, die muss erstmal unterbrochen werden, denn Nachtsicht kostet. Also wer Nachtsicht dazu haben möchte, muss nochmal, na, Nachtsicht ist teuer, 2 Münzen anzuzahlen. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das macht man so. Aber das mache ich jetzt nicht in dieser Folge, denn diese Folge geht ja wahrscheinlich eh schon wieder viel zu lang, stimmt's? Die geht schon wieder viel zu lang. Deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und in der nächsten Folge bauen wir dann die Vorrichtung, das teurere Variante mit Splash Potion. Tschüss!